Ich habe keinen Plan, wohin mit meinen Pappeneimern. Ich habe sowas von überhaupt keinen Plan. Naja, das lohnt sich momentan nicht. Da. Ich brauche dich dringend. Wobei, warte mal. So einen Leichenhaufen will ich erstmal nicht wegmachen, glaube ich. Gib mir Materialien. Warten. Wo ist nochmal Dingensbummens? Da. Nee, oder? Warte mal. Gewährte Möglichkeit, weitere Hel... Ja, genau. Was steht da? Achso, oder die Gefallenen zu ersetzen. Ich dachte gerade, da steht, um die Gefallenen wiederzubeleben. Ja, das wäre ein Ding. Ich will einen weiteren Helden haben. Ramsay. So, im Medium Maker, du kannst ja deine eigenen Level da bauen. Allerdings, du kannst die Level nicht benennen. Du hast diese Möglichkeit wird dir komplett genommen. Und stattdessen haben die dann diverse andere Sachen. Dann heißt dann, weiß ich nicht, ein Level heißt dann einfach Arkansas City. Oder, eins, was ich gestern Nacht noch zum Beispiel gemacht hatte, heißt einfach Fairly. Und ein Level, was ich mal gebaut habe, was mittlerweile so ein Champion-Level ist, weil man quasi die Level, die man gebaut hat, die können im Level aufsteigen, können dann quasi Prestige bekommen und dadurch dann zu einem Champion-Level werden, wodurch dann Leute, damit sie dann quasi da ihre komischen Fortschrittsbalken da weiter auffüllen können, um Materialien zu bekommen, dann theoretisch öfter dann dieses Level spielen, weil es halt ein Champion-Level ist. Und das müssen sie dann spielen. Du hast 3 zur Auswahl. Ja. Das musst du spielen, sonst kannst du nicht weiter da großartig da was auffüllen. Und das Level heißt zufälligerweise ebenfalls Ramsay. Ja, ich glaube dann, eventuell nehme ich da Söldner, naiv und patzig. Das ist Level 5. Was haben meine? 5, okay. Tyron. Oh, nee, lieber nicht Tyron. Guck dir sein Mana an. 8? Warum hat er denn nur 8? Was ist das denn für ein Perk? Zauberer? Wieso steht das mit 2b? 6% magischer Schaden mehr, aber 14 weniger Mana? Oh. Er ist ein Zauberer, weil er Bücher gelesen hat. Aber ist trotzdem zu deppert und kann nicht mal ganz normal schreiben. Er ist sozusagen wie so ein Barbar, der meint, weil er jetzt einen Zauberstab in der Hand hat, wäre er ein Magier. Dabei hat er gar keinen Plan, was er eigentlich da machen ist und meint, weil er jetzt mit dem Zauberstab da den Leuten das Auge aussticht, ist er jetzt Zauberer. Und reizbar auch nochmal 14 weniger Mana. Ist nicht dein Ernst. Ja, das passt ja. Sehr genau, er hat sehr genau mit dem Zauberstab ins Auge gestochen und weil er so leicht reizbar war, hat er das dann erst überhaupt gemacht und hält sich deswegen für einen Zauberer. Oh, das ist ein cooler Perk. Ja, nehmen wir den hier, ne? Kaufe ich mir meine Base. Aus Meteor Maker.
So, der kommt da oben hin. Du kommst da oben hin. Und ihr könnt da was machen. Gut. Lässt sich doch schon mal ein bisschen besser verteidigen, ne? Dann lieber mal hier 8 Mann. Wobei, warte mal kurz. Habe ich noch? Ich habe noch Kohle. Machen wir lieber 12 Mana draus. Gut, aufleveln. Ah, Mann, ständig was im Auge. Wobei nicht aufleveln. Erstmal gucken, was habe ich denn für ein Item bekommen. Ausbreitungssprünge. Zuverlässigkeit, Ausbreitung, Fähigkeiten, Reichweite, nope. Kann irgendjemand das gebrauchen? Sie eventuell, weil sie hat noch eine stinknormale Waffe. Meine Güte, Auge. Ach, das ist eine Nebenhandwaffe. Sehe ich jetzt erst. Ja, aber was soll's. Hat's halt Nebenhand. Auch gut. Bewegungspunkt weniger. Hey, da haben wir den Druidenstab wieder. Nice. Kann ich das locken oder so? Nee, ne? Das kann ich, glaube ich, nicht irgendwie jetzt da machen, dass das da bleibt, oder? Nee, glaub nicht. Schade. Naja, egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut, wer bist du? Du bist der mit dem Gewehr. Hab mal mehr Crit. Fernkampfschaden. Na gut, was nehmen wir denn hier wieder? Wenn ein isolierter Gegner getötet wird, 4% Schaden oder 6%, wenn physischer Schaden genutzt wird, bis zu 60%. Das Treffen eines nicht isolierten Gegners setzt den Gegner Bonus zurück. Und isoliert bedeutet, glaube ich, dann ein Gegner, der einzeln dasteht? Oder was? Ich glaube, dann ist aber auch das Einzige, was dann... Ach nee, Quatsch, nee. Nicht davon profitiert, das ist ja Quark. Das ist ja allgemein Damage. Der auf das Attribut Isolation des Helden für diesen Angriff angewendet wird. Die Zahl in Klammern ist der... Ja, und was bedeutet isoliert? Ich gehe mal wirklich davon aus, dass es halt ein einzelnes Ziel ist, was in der Pampa rumsteht. Was aber auch ein bisschen schwierig irgendwie dann hinzukriegen ist, oder? Sieht für mich zwar wie ein Perk aus, der ganz gut sein könnte, aber gleichzeitig komplett nutzlos ist. Weil du hast hier Massen von Gegnern. Ah ja, stimmt. Einzelgänger haben sie gebufft und genervt. Die haben quasi den Minimalschaden so gesehen gebufft von, ich glaube, 8 auf 12% und dann haben sie aber den Maximalen von 20 auf 18% genervt. Machen wir das. Auch wenn das vielleicht nicht viel bringt, aber machen wir mal das. Zur Abwechslung. Das ist alles irgendwie nicht so geil. Warum will ich blocken? Ich will kein Blocken. Block dich doch selber.
Bucht. Isoliert. Bucht. Ach was, wie? Ach so, das ist die Waffe. Ich könnte theoretisch das hier holen, weil ich meine, die hat sowieso nicht so eine große Reichweite, aber andererseits... Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht sogar gerade von Nachteil wäre. Da wäre... eine Glaskanone entweder besser oder Einzelgänger wieder einmal. Ja, Einzelgänger. So oft, wie ich das mittlerweile hier mitnehme. Du bist wer? Du bist der. Magie braucht scheinbar nicht unbedingt Resistenzreduzierung. Warum geh ich auf Genauigkeit, ich Depp? Weil Magie scheinbar ja die Hälfte davon ignoriert. Steht ja da. Magischer Schaden ignoriert die Hälfte der Resistenz vom Ziel. Oh, die Hälfte? Also wenn er jetzt 50 ist, dann hat er 25. Ja gut, dann hilft ja aber dennoch Resistenzdurchdringung, ne? Schon eigentlich. Machen wir mehr Schaden. Genau, physischen Schaden will ich haben, sicher doch. So oft wie ich was in Richtung XP Plus bekomme. Du bist der. Oh ja, her damit. Kann ich schaden, weiter zu laufen? Mach mal mehr Schaden. Mehr Mana könntest du auch gebrauchen. Und ich könnte es mal gebrauchen, nichts auf der Mattscheibe zu haben. Meine Güte, ist das ätzend mit dem Auge. Nee. Ja, hier kriegst du auch. Ausbreitungsschaden. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will, weil ich eventuell schauen will, dass ich hier wieder auf Gift gehe. Wenn möglich. Vorausgesetzt, meine Leute könnten überhaupt irgendwas mit Gift anfangen. Warte mal, können die überhaupt irgendwas mit Gift machen? Du kannst nix, du kannst nix, du kannst... Ich... Keiner kann was mit Gift machen. Oh wow. Dann hätte das ja weniger Vorteil. Ja, komm, machen wir das hier mal vielleicht. Pro getötete Gegner, ja, haben will. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Wie viel Leben hast du? 155 gerade. Ja, komm hier. Kannst du mal haben. Ausbreitungssprünge aus, pro 8 getötete Gegner durch eine Ausbreitung. Eine Ausbreitungssprung weniger, aber mehr Ausbreitungsschaden. Ausbreitungsschaden kann nie über 100% gehen. Stand da irgendwo. Ich finde gerade nicht, wo das steht. Beim Talent oder so. Ach. Nee, hier irgendwo. Da. Minimal 75%, maximal 100%. Ist das nicht ein Talent, was irgendwie gleichzeitig wie eine Verschwendung wirkt?
Ne, nehmen wir mal mit. Mal gucken, wie sich's auswirkt. Hätte jetzt eigentlich hier Einzelgänger wieder genommen, aber mal gucken. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen, der ganze Mist. Sind die Flügel neu? Oder habe ich die einfach die ganze Zeit nicht bemerkt? Jetzt, wo ich dich sehen kann, kannst du mir deinen Namen sagen? Ich kenne ihn leider schon. Eine wohlverdiente Belohnung. Natürlich, mein Liebes. Im Laufe der Zeitalter und in der Vielzahl der Astralsphären wurden und werden mir viele Namen gegeben. Aber du kannst mich Schaden nennen. Ja, und ich kenne leider auch den Namen von der anderen Funzel und das ist Freude. Schadenfreude. Was? Rate nochmal, verteilt die Zusammenstellung und Richtung von ankommenden Gegnern neu. Wow, kann gut sein, kann aber auch mega nach hinten gehen. Warptor, was? Stehende Helden auf dem Warptor können sich sofort zu einem anderen Warptor warpen. Einerseits gut, dass es das gibt, aber andererseits, ich find's nicht gut, dass das im Spiel ist. Weil ich schon die Befürchtung habe, dass ich das früher oder später dringend benötige. Es sei denn, es ist einfach nur für solche Fälle wie zum Beispiel vorhin, wo ich dann quasi einen Helden von A nach B bewegen will, weil da gerade mehr los ist. Dann okay. Ich kann kaum was kaufen. Besser als nix. Besser als nix. Verteidigung. Oh Mann, 100. Und die haben sie nicht reduziert, die Preise? Okay. 100 für eine erhöhte Balliste. Das ist ja... Oh. Das kostet 35. War das vorher nicht 40? Weiß ich nicht mehr so genau. Das kostet 35 immer noch. Oh, der 100 Materialien, das ist ja abartig, heilige. Ja, und nur noch 32 kannst du bauen, das ist ja... Supi! Echt mega toll. Aber wobei, ich glaube, den Preis von der Kleinen haben sie reduziert, oder? War doch vorher, glaube ich... Ah, nee, das war, glaube ich, 40, oder? Oder war das 80? Ich glaube, 40, ja. 25 mehr. Oh, ist das Mist. Das ist ja vielleicht Mist. Ne, hier kommt eine Wand hin, richtig? Ja, hier wäre Wand. Da muss die Balliste hier stehen. Aber die kommt ja kaum ran. Thank you.
gefällt mir irgendwie überhaupt nicht mit dem, mit dem Dingensbummens. Mit den Kosten. Ach verdammt, jetzt habe ich den schon wieder verstellt. Kann glaube ich so bleiben. Allerdings muss ich bald mal schauen, dass ich hier die Nebelsache wieder zurückdrücke. Gut, dann hoffentlich nicht verrecken. Schon fast eine Stunde rum und dabei habe ich doch gerade erst angefangen. Das ist jetzt erst gerade mal die vierte Nacht. Gut, das Level hat hier 10 Nächte, aber... Wo sind denn hier die Gegner? Warum ist nur da oben? Oh, da oben und da unten? Vorher zu verfluchen, damit die ordentlich Damage bekommen, ist schon gar nicht verkehrt. Oh, jetzt sag mir nicht, die teilen sich hier auch so bescheuert auf. Das machen sie. Das machen sie leider. Oh, das ist ja jetzt richtig mies für den hier. Der kann ja gar nichts hier großartig verfluchen. Yo. Und dabei hat er Ausweichen minus 10%. Und mein Kollege trifft mich. Warum? Was hat der? Genauigkeit ist 0. Ja, dann sollte der doch eigentlich treffen können. Was der Geier, was da bitte gerade schief lief? Was sind das denn für welche? Ein Jäger. Diese Scharfschützen durchstreifen das Schlachtfeld auf der Suche nach ihrer nächsten Beute. Sobald sie etwas im Visier haben, werden sie sorgfältig zielen und erst dann ihren präzisen Schuss abfeuern. Und was ist deren Reichweite? Wäre auch gut zu wissen, wie die Reichweite von denen ist. Nicht, dass du dann hier stehst und denkst dir so, oh ja, hey, nichts passiert, ich bin nicht in Reichweite und auf einmal, boom, Headshot. Ah, okay, oh. Wendet Aufladen auf den Zaubernden an, so kann er spezielle Verhaltensweisen oder Angriffe anwenden. Entfernt, aufgeladen vom Zaubernden. Der ist gerade aber nicht aufgeladen, richtig? Der ist gerade erst hier angekommen, das war's. Wobei, ja. Okay, dann... baller den trotzdem mal lieber auseinander, aber... Das gefällt mir ja gar nicht, dass der hier ist.
und hat natürlich meine Wucht gefressen. Ich glaube, ich habe zwei gerade gesehen, die Ansturm machten. Ja, der Kollege hier. Nee, Quark. Wer war das? War das nur einer oder war das... Ah, okay, ich kann das sehen an so einem Pfeil. Ah, nee, das war nur einer. Okay. Elite-Spalter. Groß und muskulös, die Spalter tragen eine Großaxt und scheinen jene Art von Monster zu sein, die enormen Schaden verursachen oder geradewegs aus Resident Evil zu sein scheinen, vielmehr gesagt aus dem Film. Wo dann die Waffe irgendwie halt ziemlich aussieht wie eine Requisite und nicht irgendwie halbwegs wie etwas, was man meinen könnte, oh hey, das wäre jetzt irgendwie real. Was man ja versuchen möchte normalerweise bei Filmen. Wow, was ein geiler Treffer. Ah, okay, hat doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Das sah gerade sehr eigenartig aus. Kann nichts mehr machen, jetzt musst du wieder weitermachen. Die vorderen habe ich glaube ich die sind alle irgendwie geslowt. Okay. Und du auch. Shit. Na, hoffentlich macht das nichts. Die gehen, glaube ich, nicht. Nee, gehen sie nicht. Okay. Hat er gerade 1000 Debuffs bekommen? Warum hat er so oft einen Debuff bekommen? What? Kann das denselben Gegner mehrfach treffen? Wait a second, haben die da was bei den Ausbreitungen geändert? Ich dachte, Ausbreitung funktioniert so. Es trifft das Ziel und springt dann auf ein nächstes Ziel über, kann aber das vorherige nicht treffen.
Und offenbar ist meine Annahme komplett falsch und in Wirklichkeit könntest du quasi ein Einzelziel jetzt in dem Fall mit 9-mal schwächenden Griff belegen? Nee. Oder? Oder ist das jetzt einfach nur ein Bug gerade bei mir? Das kommt mir nämlich gerade vor wie ein Bug. Ein zu meinem Vorteil funktionierender Bug, aber dennoch ein Bug. Kann ich lieber woanders hingucken? Ich mag den Elite-Gegner da nicht. Die haben auch schon wieder mehr bekommen. Doppelt. Why? War ich komplett der falschen Annahme die ganze Zeit, oder was? Nice. Ein Ziel, ne. Ich dachte mir gerade, ich benutze das hier, damit ich da die Bäume auch fällen kann und den da treffe, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich könnte dafür dann haufenweise Bäume fällen. Ach komm, scheiß drauf. Dafür ist der so gut wie weg. Und ich bin jetzt ziemlich safe. Oh, du hast Schaden bekommen. Oh, ungünstig. Ach echt jetzt, sag mal, was hast du bitte für ein... Bei dir ist 0. Und bei dir ist auch 0. Und dann triffst du nicht? Warte mal ganz kurz. Kill den mal. Hat der jetzt gleich abartig viel Debuffs? Nö.
Okay, funktioniert also nicht bei einem Einzelziel. Ha. Interessant. Es müssen also mehrere Gegner sein, damit er hin und her geht. Aber das scheint nur bei dem hier zu funktionieren. Oder wieder was? Eigenartig. Habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Das ging einmal so und dann so. Ist das irgendwas mit dem hier? Nein, oder? Das hat doch nichts damit zu tun, oder? Oder haben die irgendwas verändert? Oder habe ich die ganze Zeit irgendetwas gehabt im Spiel und ich habe es nicht bemerkt? Halt nicht. Ramsay macht einen Kill nach dem anderen. Genauso wie die gleichnamige Base in Meteor Maker. Die macht auch einen Kill nach dem anderen. Ganz gefährlich. War da was? Wie kann der Typ mit Blut bedeckt sein, wenn er ein Verkäfer ist? Was hat der denn bitte gemacht? Hat er sich das Buch genommen und gegen den Kopf geknallt oder was? Hardcore-Vorlesung. Kommst du gesund rein und schwer verletzt wieder raus. What the fuck ist das denn? Mein gut, dass das jetzt hier nur eine einzige Seite scheinbar ist, aber what? Und vor allen Dingen, die Wand ist näher gekommen. Ich brauche meine Seherbude.